Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFT Live Trading TV am 17. Juli, 10:25 Uhr. Wir wollen uns den DAX anschauen, der nach morgendlichen Aufschwüngen jetzt hier ein Stück weit ins Minus rutscht. Und dies, ja, ist nicht unbedingt von ungefähr, denn der DAX ist ja bekanntermaßen, und das wissen Sie als aufmerksamer Zuschauer, am Freitag ein Stück weit mit Schwäche gesegnet. Auch das haben wir uns gestern schon mal angeschaut. Wir haben hier statistisch mit 42% positiver Schlusspreise ganz klar den schwächsten Wochenwert. Gestern gab es noch einen obendrauf auf den Donnerstag in Sachen positiver Statistik. Heute könnte sich hier durchaus ein Rücksetzer vor dem Wochenende vollziehen, obgleich natürlich hier nicht mehr solche Spekulationen vorherrschen wie in den Wochen zuvor. Also hier der DAX rein technisch gesehen jetzt nicht so gap-anfällig ist wie noch eben hier zu Beginn des Julis. Gut, was sehen wir jetzt? Wir haben hier im Prinzip uns hier relativ frühzeitig stabilisieren können. Das Niveau um 11.700 Punkten wurde erreicht. Jetzt muss man aber konstatieren, dass wir hier aufgrund der letzten Bewegungsimpulse hier während des gestrigen Handels, während des gestrigen außerbörslichen Handels jetzt hier eben ein neues Tief gemacht haben, hier im Stundenchartintervall. Und der DAX hat meines Erachtens jetzt im Sinne dessen, dass wir eben einen schwachen statistischen Tag haben, im Sinne dessen, dass wir Wochenende haben, dass wir eine gut gelaufene Woche bislang hatten, könnte ich mir gut vorstellen, dass der DAX jetzt hier kurzfristig die 11.6 ansteuert, um hier dann erstmal ein Stück weit sich zu orientieren, ob es denn schon genügt in Sachen Korrektur oder vielleicht sogar noch eine Etage tiefer geht. Und da haben wir hier auf horizontaler Ebene einen sehr, sehr schönen Bereich, der sich hier auch idealerweise mit einer Round Number deckt, nämlich 11.500 Punkten. Dieses Niveau praktisch dann die nächste Abwärtsstufe, die der DAX sozusagen vollziehen könnte, um dann hier aber letztlich auch wieder einen Auftrieb vollziehen zu können aus dem Intraday-Bereich. Wir haben, das ist natürlich auch der Indikation geschuldet, hier im Chart schon klare Divergenzen vorliegen. Selbst wenn wir jetzt nochmal ein neues Tageshoch machen würden, hätten wir hier sicherlich eine Bestätigung der negativen Divergenz, die sich hier gerade auftut. Der DAX aber insbesondere aufgrund des Rückfalls jetzt unter 11.700 Punkten hier meines Erachtens jetzt anfällig für weitere Rücksetzer, die bei 11.6-11.5 enden könnten. Schrägstrich sollten. Eine größere Ausdehnung, klar, kann nie ausgeschlossen werden. Hier Preise um 11.350, 11.300 wären im Ausdehnungsfall durchaus denkbar. Das wäre allerdings wirklich nur Plan B, wenn es hier eine stärkere Korrektur geben sollte, die ich jetzt so nicht sehe. So viel mal zum Stundenchart. Gehen wir in den Tageschart, ähnliches Bild. Hier mal jetzt ein Durchschnaufen, durchaus legitim. Wie gesagt, ob das hier nochmal Richtung 11.4 und tiefer zurückführt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wir können jetzt hier auf jeden Fall kurzfristig mal Rücksetzer erwarten, die hier bei 11.6-11.5 eben gute Chancen haben zu enden. Und wenn das geschieht, dann hat der DAX sicherlich dann wieder mal weiteren Drive nach oben. Wir haben hier jetzt aufgrund der Auflösung des Trendkanals der bullischen Flagge, kann man jetzt hier auch konstatieren, durchaus weiteres Aufwärtspotenzial. Der Markt ist natürlich gut und stark gelaufen, aber der ist noch nicht fertig, meines Erachtens. Und das dürfte sich eben hier in weiter steigenden Preisen fortsetzen. Allerdings für heute, wie gesagt, eher mit einer Schwäche zu rechnen. So zumindest mal die aktuelle Einschätzung, solange wir kein neues Tageshoch machen. Und jetzt gehen wir mal auf den MetaTrader und schauen uns rechts Xetra DAX, links indikativen DAX an. Und da gehen wir mal hier auf den Impuls der 24 Stunden, sozusagen auch die außerbörslichen Geschehnisse, die wir hier mit reinnehmen. Und da sehen wir eben, dass wir hier just auf dem Tagestief abgedriftet sind, hier um 11,7 Grad kämpfen, aber auch hier vor Wochenhoch 11.635, vor Tagestief 11.600. Das sind kurzfristige Korrekturziele, die der DAX auf jeden Fall vor sich hat. Wenn wir hier nicht uns stabilisieren und doch wieder nach oben aufdrehen, da wäre dann das Vortageshoch interessant, 11.790 rund. Ob wir das natürlich knacken, wie gesagt, ich wage es zu bezweifeln für den heutigen Handelstag. Rein technisch generell Abwärtspotenzial im Maximum anhand der Average True Range 11.500 Punkte, passt auch mit dem Support zusammen, wäre praktisch eine Punktlandung, wenn der DAX diesen Rücksetzer vollzieht heute. Klar, das sind hier gute 200 Punkte abwärts, wäre erstmal ein kleiner Schrecken im Sinne der Vorgewinne der laufenden Woche, aber hier durchaus mal ein Verschnaufer, der eben legitim wäre und völlig ins Bild passen würde. Ja, ob es solche tiefen Rücksetzer gibt, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, kann aber bis 11.5 eben durchaus zurückgehen. Im Ausdehnungsfall 11.6 ist aber hier im Sinne des Vortagestiefs durchaus eine ambitionierte zwischengeschaltete Korrekturebene, die hier sogar schon reichen könnte, um den DAX dann wieder nach oben zu ziehen. Hier Vortageshoch, wie gesagt, hier wird es bullisch, wenn wir drüber rausziehen, 11.790, dann muss man wirklich davon ausgehen, dass wir auch die 11.000
800, 11.900 anvisieren, hier 11.950 rein statistisch Potenzial auf der Oberseite, wenn wir nach oben rausziehen. Also ganz, ganz spannend, was der DAX hier noch vor sich hat. Die Volatilität aktuell 72 Punkte gelaufen. Im Schnitt sind wir hier 260 unterwegs. Das heißt, wir müssen noch 190, 200 Punkte kommen. Nach oben oder unten, im schlimmsten Fall gar nicht. Im schlimmsten Fall laufen wir seitwärts den ganzen Handelstag. Das wäre natürlich unschön, aber warten wir mal ab, was passiert. Wir schalten uns nachher bei gegebener Action nochmal rein. Aber rein tendenziell, rein statistisch hätte ich doch hier so ein bisschen die Bärenmütze. Zumindest heute am Freitag auf kurzfristig. Kleiner Verschnaufer ist doch durchaus mal legitim. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für die DAX-Beschauer. Danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, geben Sie ein Like auf YouTube, Däumchen hoch oder eben auch Statements im Stream, whatever, wenn Sie sich was wünschen. Heute werden wir nochmal einen Aufruf starten für eine entsprechende Wunschanalyse. Insofern verbleibe ich jetzt mal mit den besten Grüßen, wünsche Ihnen noch viel Erfolg am heutigen Handelstag und sende einen auf bald in den Äther. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.